Es ist wieder so weit. Bereits zum 20. Mal wird in der Brieger Simplohalle zum alljährlichen und traditionellen Handwerksmarkt geladen. Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Handwerkarbeiten, die während dem Jahr entstanden sind. Die meisten davon sind Einzelstücke, sogenannte Unikate. Während zwei Tagen haben die Handwerker die Möglichkeit, die selbstgefertigten Kunstwerke durch viele interessierte Besucher zu zeigen und zu verkaufen. Für jedes hat es etwas am Markt. Die Ambiance am Markt ist es schon sehr weihnachtlich. Und man merkt, dass die Standbesitzerinnen und Besitzer untereinander harmonieren. Mit dabei ist heute Elisabeth Imhof. Seit Jahren schon präsentiert sie ihr Handwerk am Markt. Zudem war sie lange Jahre die Präsidentin des Handwerksmarkts. Wir wollen wissen, wie man so einen Markt organisiert und was für Arbeiten dahinter stecken. Ja, eigentlich sehr interessante Aufgaben, vor allem eben das Handwerk zu fördern. Es geht sogar fast bis ins Kunsthandwerk. Wir haben fast alles zusammen nur selber gemachte Sachen, alles Handarbeit. Da legen wir sehr viel Wert darauf, dass nicht etwas gekauft ausgestellt wird. Und das klappt wunderbar. Wir haben auch 3 Sitzungen im Jahr, dass wir mit den Ausstellern zusammenkommen. Und die wir wieder planen für jedes Jahr, jetzt nächstes Jahr wieder. Und meistens haben wir immer zu viele Aussteller. Wir müssen immer absagen, weil es wirklich mit so speziellen Markt ist, wo man einfach handwerkliche Sachen kann kaufen oder kann ausstellen. Und die Handwerkssachen können die verschiedenen nicht sein. Aber wie kommt man eigentlich dazu, Aussteller am Handwerksmarkt zu werden? Meistens kommen schon so schauen, der Marco anschauen. Und dann bringen sie mir ein Korki oder überhaupt jemand. Und dann geben sie das weiter. Und dann werden sie schauen, ja, wenn wir Platz haben, geben wir die wieder an. Oder sie sogar telefonieren und fragen, ich hätte jetzt gerade die hier. Ich hätte das sehr gerne ausgestellt. Und das ist natürlich noch ein Punkt, den wir haben. Wir haben nur immer ein Handwerk. Vertreten. Wir haben nicht gesagt, wir jetzt zweimal der Schere schneiden oder einfach zweimal. Einfach die gleiche Materie haben wir nur einmal. Und das macht es auch vielfältig. Vielfältig ist ja Ihr eigenes Handwerk. Also ich mache Schere schneiden. Und Schere schneiden Originalbilder, die ich schneide. Und dann habe ich auch Schere schneiden auf das Glas, das ich im Glas einbrenne. Das sind Original, die dann aufs Glas kommen und die kommen mit 600 Grad eingebrennt. Die kann man nachher auch gut waschen und sind Gebrauchsgegenstände. Und auch Kleino findet etwas Spannendes. Der Kleipirat sind Kindergeschichten auf Walliser Deutsch. Und das macht mein Sohn und seine Schwiegertochter. Die machen CD für kleine Kinder von 2 bis 7. Es sind jetzt 4 CD rausgekommen und das ist der Kleipirat jedes Mal in einer anderen Geschichte. Und es ist ein Theater eigentlich, nicht nur eine Geschichte, mit Liedchen, die seine Kinder, das sind 4 Kinder, alle selber singen. Geschichten erzählen könnt ihr sicher auch die Ausstellerinnen und Aussteller vom Handwerksmarkt. Aber auch da gibt es Sättige, die noch nicht lange dazugehören. Maria Imhof stellt ihre Töpferei dieses Jahr zum ersten Mal aus. Ich habe ausgestellte Keramiksachen, grössere und kleinere, also Weihnachtstiere, Kuppeln, Schneemänner, diverse Sachen. Wie ist sie eigentlich zur Ausstellerin geworden? Also ich bin mal angefragt worden, ob ich mitmachen wollte. Und dann sind sie vorbeigekommen und haben die Sachen angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache gerne mit. Und ich bin jetzt schon ziemlich Schutz drinnen. Seit Anfang Sommer hat Maria Imhof an ihrer Töpferie geschafft. Was erhofft sie sich von dem März eigentlich? Ja, dass wir mich euch bekannt machen, dass ich töpfere tue. Ja, die Ambiance und alles genieße ich euch. Und ja, wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Was früher mit 8 Freunden als Gruppe hat angefangen hat, hat sich bis heute zu einem Verein entwickelt. Eine, die seit Jahren dabei ist, ist Edith Erpen. Sie war vor 20 Jahren das Gründungsmitglied. Wann fängt Edith Erpen mit den Vorbereitungen an?
Ja, man einfach das ganze Jahr sammeln, gerade wir speziell. Wir sammeln Naturmaterialien. Und dann tun wir immer wieder etwas daran machen. Es sind Sachen, die man erst im letzten Moment kann, Sachen, die man zum Voraus kann. Und so ist man immer ein bisschen zusammen. Der Handwerksmarkt sei unserer Idee entstanden, die eigenen von handgemachten Sachen zu verkaufen. Ja, Ideen haben wir häufig und aber mal die eine verwirklichen. So geht eins zum anderen. Zum Glück hat er auch eins zum anderen ergeben, weil das Resultat kannst du dich wirklich sehen. In Brig ist aber nicht nur zum Staunen und Kaufen da. Es ist auch ein Ort, wo man alte Bekannte trifft, mit denen man Kaffee trinken, Kuchen essen und ein bisschen dürfen. Der Handwerksmarkt in Brig, eine langjährige Tradition, die hoffentlich mindestens noch weitere 20 Jahre wird bestehen.